Sonne scheint, Sonne lacht und wir freuen uns auf ein großes Fußballspiel. Die äußeren Bedingungen sind perfekt, der Rasen ist ideal, ist nochmal frisch gemäht worden am gestrigen Tag. Sieht super aus, also die beiden Mannschaften können sich hier auf eine tolle Unterlage freuen. So lässt es im Fußball spielen. Geht es spektakulärer? Geht es eine wirklich spektakulärere Bühne als diese hier? Ich glaube nein. Ein 3-5-2 also. Was könnte dahinter stecken, Hansi? Der Trainer geht aus meiner Sicht schon ein gewisses Risiko mit dieser Formation. Denn wird die Mittelfeldreihe nach Ballverlust schnell überspielt, dann bieten sich dem Gegner Räume und die Jungs aus der Dreierkette müssen raus, um zu reparieren. Das bedeutet erhöhter Risikofaktor. Alles ist angerichtet. Bei wem der wohl landet. Versucht den Pass da durch die Gasse. Das ist nicht von dieser Welt. Hat unglaublich viel Zeit und Platz. Gefahr vorerst gebannt. Spielt ihn gut raus. Und er ist zur Stelle. Versucht die Gasse zu finden. Und der Schuss. Der Ball wird länger und länger. Ist körperlich einfach unterlegen. Hartes Tackling, aber alles regulär. Jetzt müssen sie sich neu orientieren. Rüber, nach rechts. Und macht er den? Sucht die Lücke. Der Torhüter haut ihn weit raus. Sucht seinen Mitspieler. So, Fahne ist oben, Einwurf. Versucht den Pass da durch die Gasse. Mit viel Gefühl. Das ist sehr anständiges Pressingverhalten. Ja, genau, müsste Einwurf geben. Schlauer Pass. Einfach mal weggedroschen. Kurze Ecke. Der Ball kommt. Gefahr vorerst gebannt. Ein Fußballkünstler. Er probiert es mal mit dem Heber. Jetzt aber. Da haben sie am Treffer geschnuppert. Ein ganz klein wenig verzogen. Wirklich Pech gehabt. Das war so wichtig, dass er hier entschlossen zum Ball geht. Langer Abschlag vom Keeper. Versucht die Gasse zu finden. Guter Ball in die Gasse. Jetzt, das ist die Riesenchance. Nur noch der Keeper. Und der Pass. Er hält drauf. Na bitte, Tor.
sehr gute Schusstechnik. Keine Chance für den Torhüter. Ich lege mich da fest, kein Torhüter der Welt hätte den gehalten. Präzise und hart. Das erste Tor ist gefallen. Es steht 1:0. Damit dürfte sich das Spiel von jetzt an etwas spannender gestalten. Sucht die Lücke. Es geht über die rechte Seite. Weltklasse-Technik. Er könnte zum Tor ziehen. Er bringt ihn flach rein. Ab auf die linke Seite. Langer Ball auf den Flügel. Und weg ist er. Gefährlich. Oh, Freunde, was für ein wunderbares Tor. Was ist denn hier los? Was ist das für ein Fußballspiel? Die Frage, die sich mir stellt, wie konnte er da eigentlich so frei stehen? Darüber wird zu reden sein. Also man muss schon sagen, das wird alles einstudiert. Das haben sie im Training mit Sicherheit immer wieder genauso versucht. Er verschafft sich den Freiraum im 16-Meter-Raum, bekommt den Ball und macht das Tor. Jetzt schon ein einigermaßen bequemes Polster. Dieses zweite Tor hat natürlich einen riesen Einfluss auf die Psyche der Spieler. Die zurückliegende Mannschaft ist jetzt richtig unter Zugzwang. Und das andere Team, das kann jetzt den Vorsprung fast genüsslich noch ausbauen. Diesmal weit nach vorne geschlagen. Der Ball kommt in den Strafraum, findet aber keinen Abnehmer. Rüber nach rechts. Das war enorm wichtig, dass er da gerade noch so rangekommen ist. Sonst wäre es möglicherweise gefährlich geworden. Ein sehr kluger Pass. Und er ist zur Stelle. Ah, toll aufgelegt. Er hat ihn einfach stehen lassen. Perfekt antizipiert. Und es geht weiter. Den hat er. Der Ball fliegt gefährlich in die Mitte. Lang und weit gespielt. Raus auf die linke Bahn. Der kommt tatsächlich durch.
Der muss sitzen. Man spürt das so richtig auf den Rängen, wie groß diese Erleichterung gerade war. Wunderbarer Einsatz, ein sensationelles Tackling und das in einer solchen Situation definitiv keine Selbstverständlichkeit. Versucht die Gasse zu finden. Da ist die Flanke. Und er ist zur Stelle. Er lässt sich in dieser Situation nichts zu Schulden kommen. Sucht seinen Mitspieler. Entscheidung steht, Einwurf. Ab auf die linke Seite. Versucht den Pass da durch die Gasse. Schau dir mal die offensiven Spieler an. Also von Defensivarbeit haben die noch nicht viel gehört. Definitiv. Und damit fahren sie schon ein gewisses Risiko. Klar, die sparen jetzt Kräfte, wenn sie vorne bleiben. Die sind natürlich frisch, wenn der Konter gefahren wird. Aber in der Defensive stehen sie dadurch natürlich nicht mehr so solide. Und er pumpt ihn einfach hinten raus. Versucht den Pass da durch die Gasse. Einfach mal rausgedroschen. Berlin bringt Verstärkung von der Bank. Na klar, der Trainer versucht mit dieser Einwechslung seiner Mannschaft einen zusätzlichen Kreativschub zu geben. Da kann er froh sein, dass er den noch bekommen hat. Ab auf die Außen. Und die Hereingabe mit dem Kopf zum Ball. Hat den Ball nicht richtig kontrolliert. Die Flanke war gut, die potenziellen Abnehmer standen bereit, aber sie haben ihn nicht reingemacht. Es ist Zeit für neue Energie. So läuft man den Gegner heutzutage an. Versucht es mit dem langen Schlag. Gerade noch so geklärt. So jagt man heute den Ball. Clever gespielt. Das ist, er sitzt. Das ist ihre Spielphilosophie. Balleroberung mit hoher Aggressivität und dann innerhalb weniger Sekunden zum Abschluss kommen. Das Wechselkontingent ist hiermit erschöpft. Sie sind wieder dran. Du hast sie eben erst besiegt, wenn sie unter der Dusche sind. Jetzt bin ich gespannt, was noch geht. Es geht über die rechte Seite. Super, öffnender Pass. Das war der letztmögliche Wechsel. Der Torhüter haut ihn weit raus. Gut gemacht. Damit hat er ihnen einiges an Ärger erspart.
Langer Abschlag vom Keeper. Gut abgelaufen. Gefahr erkannt, Gefahr gebannt. Sucht die Lücke. Mehr Platz kannst du dir nicht wünschen. Was macht er daraus? Flanken könnte er. Sie wollen das nächste Tor. Das gut zu sehen, dass er ihn da erwischt hat. Das gibt Freistoß. Gefährliche Situation, aber er war voll auf der Höhe. Versucht die Gasse zu finden. Sucht seinen Mitspieler. Kein Abseits. Gute Chance hier zu flanken. Er bringt ihn auf den Kopf. Das war sie, die große Möglichkeit zum Ausgleich. Sie liegen immer noch hinten. Und warum liegen sie immer noch hinten? Weil sie aus ihren Möglichkeiten zu wenig machen. Nur noch ein paar Sekunden, dann ist das Ziel erreicht. War das ein Foul? Ja, Schiri entscheidet auf Freistoß. Keine Verwarnung. Der Unparteiische belässt es gerade noch so bei einer Ermahnung. So knapp. Da hat nicht viel gefehlt. Keine schlechte Leistung. Um Haaresbreite hat er das Tor verfehlt. Na, das gegnerische Team macht richtig Alarm, aber er kann die Situation lösen. Der Unparteiische nachspielen. Versucht den Pass da durch die Gasse. Sucht die Lücke. Schöne Kombination. Der Ball kommt flach herein. Das war's. Die Trainer geben sich die Hand. Das Spiel ist beendet. Sicher hätten sie gerne noch das ein oder andere Tor geschossen, aber am Ende haben sie diesen knappen Vorsprung über die Zeit gerettet. Hansi, dein Resümee zu dieser Partie bitte. Der Trainer hat die richtige Strategie gewählt. Immer wieder über die Außen kommen, weil die gegnerische Zentralverteidigung stark ist.